Ja, die Sterbehilfe schlägt mal wieder gerade große Wellen mit dem angekündigten Tod von Brittany Meinert in den USA am 11. November, den sie auch filmisch dokumentiert hatte und breite Sympathiewellen in Amerika ausgelöst hat. In Deutschland ist die ganze Sache natürlich viel schwieriger. Der Bundestag diskutiert gerade darüber mit dem Ziel, im Sommer 2015 ein Gesetz zur Sterbehilfe zu verabschieden oder zum Verbot der Sterbehilfe, wie auch immer, auf jeden Fall vor einer kommerziellen Sterbehilfe. Hilfe, was ja auch okay ist. Aber interessant ist so die Ängste in Deutschland im Umgang mit der Sterbehilfe. Da werden große Geschütze aufgefahren, das ist die Palliativmedizin, die schreit auf gar keinen Fall und jeder Mensch kann begleitet werden in den Tod und das ist gut so. Oder auch meine Kirchenleute selber, die dann sagen, das Leben ist nicht verfügbar, sondern das kommt aus Gottes Hand und wird auch so wieder genommen. Also kein Mensch hat das Recht, sich selbst das Leben zu nehmen. Ich finde das sehr genau. Gnadenlos, diese Einstellung und auch letztlich überheblich. Wobei Schwarz-Weiß funktioniert eben auch nicht. Was sich in Oregon, die ja 1994 das Sterbehilfegesetz auf den Weg gebracht haben, und das heißt nicht Sterbehilfegesetz, sondern wie nennen die das nochmal? Muss ich mal gerade überlegen. Death with Dignity Act, also Sterben in Würde. Das trifft es für mich genauso. Es geht um, ja, um selbstbestimmtes Sterben, wo Menschen einfach sagen, ich halte das so nicht aus und ich möchte gehen zu einem Zeitpunkt, wo ich ganz klar im Kopf bin und nicht willenlos da irgendwo liege und ein Fall für die Medizin bin. Ich selber kenne als Notfallseelsorger Situationen, wo ich einfach fürchterlich wütend werde. Also zum Beispiel ein 87-jähriger Mann hat schweren Kopfkrebs, so eine seltene Krebsart. Das heißt, sein Kopf und die Knochen des Kopfes werden eben systematisch aufgefressen. Er hat wahnsinnige Schmerzen gehabt, ein Jahr lang, hat auch die Palliativmedizin nicht helfen können. Und er war auch noch nicht so weit, um ins Hospiz zu gehen. Und wollte immer wieder sterben und wusste ganz genau, so sagte er seiner Frau, ich werde springen, aber vom zweiten Stock, wo sie wohnten, da bringt das nichts. Er wusste also ganz genau, es muss schon höher sein und dazu muss er die Möglichkeit haben. Er hatte einen schweren Schmerzanfall, wurde ins Krankenhaus gebracht und die Ärzte erkannten sofort die Suizidgefahr und verbarrikadierten also die Fenster des Krankenzimmers, sodass er da nicht rausspringen konnte. Dieser Mensch hat es dann aber geschafft, obwohl er körperlich also einfach ziemlich unten war, sich zwei Etagen auf die vierte Etage hochzuschleppen und dort aus dem Fenster zu stürzen, was für die, die ihn gesehen haben, dann unten liegen gesehen haben, kein erfreulicher Anblick war. Mich selber macht sowas wütend, weil das ein Tod ist, der geschieht nicht in Würde, sondern das ist ein erzwungener Tod aus Verzweiflung heraus, weil er seine Schmerzen nicht mehr ausgehalten hat. Also das gibt's eben, dass immer wieder Menschen da sind, wo die Medizin eben nicht die Schmerzen lindern kann und die Menschen das aushalten müssen, aber es eben nicht aushalten können. Und ich denke, das sind Fälle, da müsste Sterbehilfe erlaubt sein. Gut finde ich den Unterschied zwischen der Sterbehilfegesetzgebung in Oregon, Washington und noch zwei andere Staaten in den USA schließen sich dem gerade an und den Niederlanden. In den Niederlanden, da gibt es die Patiententötung. Das heißt also, wenn zwei Ärzte feststellen, dass Leben nicht mehr lebenswert ist, warum auch immer, dann zum Beispiel auch bei Koma-Patienten, dann können die einfach sagen, okay, in Absprache mit den Angehörigen, wir töten jetzt diesen Menschen, wir lassen ihn jetzt sterben oder verabreichen ihm eine tödliche Spritze. Und das führt zu Auswüchsen, denke ich, denn wer bestimmt, wann lebenswert ist oder nicht. Und selbst bei einem Koma-Patienten weiß ich aus eigener Erfahrung, also ich lag noch nicht im Koma, aber von Koma-Patienten, die wieder aufgewacht waren, weiß ich, dass sie empfunden haben, dass sie wahrgenommen haben, dass sie was erlebt haben und dass sie auch gespürt haben, auch teilweise, wenn wir in Kommunikation miteinander waren. Also da passiert mehr, als wir denken und das wissen eigentlich auch die Mediziner. Genauso die Frage ist, wenn jemand alt ist, gebrechlich, und schwer, ja, demenzkrank ist zum Beispiel. Und wer entscheidet denn dann, ob dieses Leben noch lebenswert ist? Natürlich ist dieses Leben lebenswert. Und da finde ich, da geht die holländische Gesetzgebung über einen Grad, der nicht gut ist für unser Menschsein. Also anders dann wiederum die Amerikaner in dem Fall, ich wundere mich und staune, die nach der Würde suchen und darauf auch achten. Von 1000 Todesfällen sind es im Durchschnitt 2, die diesen Weg wählen. Das ist also, finde ich, verdammt wenig und vor allem ist es eine
Gegenargument gegen dass die Behauptung, dass so ein Damm geöffnet würde, so ein Dammbruch gibt und auf einmal alle, dass sich auf einmal alle umbringen lassen wollen, sich töten lassen wollen. Ich glaube, um die Gefahr geht es gar nicht. Sondern es geht einfach darum, dass ich einen gnädigen Tod habe. Oder die Brittany Maynard, muss ich mal sehen, die sagte vor ihrem Tod, die Würde meines Sterbens liegt in der Selbstbestimmung. Und sagt dann, ich kann gar nicht beschreiben, dass ich nicht den Tod erleiden muss, den der Turm, ach Quatsch, genau, ich kann die Erleichterung gar nicht beschreiben, dass ich nicht den Tod erleiden muss, den der Tumor mir bereiten würde. Also einfach es selber auch noch in der Hand zu haben und an einem guten Punkt abzutreten und Tschüss zu sagen in dem Kreis der Menschen, die sie liebt. Und das hat sie getan und damit beeindruckt. Das sind dann Pentobarbital-Schlaftabletten oder Secobarbital-Schlaftabletten. Also Sterbehilfe, Sterben als eigene bewusste freie Entscheidung. Und ich denke, das müsste möglich sein. Ich habe dann so einen anderen Gedanken, der mir dann nochmal kommt in der ganzen Diskussion, dass wir nämlich dem Sterben und dass wir dem Sterben entfremdet sind und damit dem Leben. Also weil geboren werden und leben und sterben gehört zum Leben dazu, ist eine Einheit. Wir müssen wieder Geburtskurse machen, um gebären zu lernen und im Grunde auch Kurse machen, manche tun das, um sterben zu lernen, um Umgang mit dem Sterben zu lernen oder wieder zu sehen, was ist das und warum muss ich da vielleicht keine Angst haben. So wie ich beim Gebären eines Kindes keine Angst haben muss, so brauche ich auch beim Sterben keine Angst haben, weil da andere Kräfte auch noch dazugehören. Also letztlich sterben können ohne Angst. Frei und offen dafür. Das ist für mich das ganz große Thema. Ich habe da so ein paar Beispiele. Also zum Beispiel die junge krebskranke Mutter, die mit 34 Jahren stirbt, Diagnose bekommt im Januar, Krebs unheilbar und 3 Monate später dann noch tot ist. Sie hat 2 kleine Kinder und wehrt sich fürchterlich dagegen, hat eine wahnsinnige Angst. Dazu kommen die Schmerzen, die aber behandelbar sind. Im Vordergrund steht aber die Angst, die Panik davor. Sie holt sich Begleitung aus der Hospizbewegung, was gut war, aber das nahm ihr trotzdem nicht die Panik und die Verlustangst natürlich. Und sie beschreibt, dass sie eine Woche vor ihrem Tod einen Traum hatte, eine ganz helle Gestalt gesehen hatte. Sie sagte, ein Weiß, wie ich es noch nie gesehen habe, was es eigentlich nicht gibt. Und diese Gestalt redete zu mir in einer Sprache, die ich nicht kannte, die ich noch nie gehört habe, die es anscheinend auch nicht gibt, so wie das Weiß die Farbe. Und trotzdem habe ich verstanden, dass ich keine Angst haben musste. Seit diesem Augenblick hatte ich keine Angst mehr. Ist ganz friedlich gestorben. Also ganz entspannt. So, das sind Dimensionen, über die wir weniger reden. Oder ich denke an den Suizid eines 64-Jährigen, der sich im Garten, in seinem Garten engt hatte, von seiner Frau gefunden wurde und wo wir dann mit der Familie darüber geredet hatten, was ist da eigentlich passiert, warum und wieso und wie kommt man damit klar, hätte das verhindert werden können und die Schuldfrage und so weiter. Und ich habe dann nachgefragt, ob der Ehefrau irgendwas Besonderes aufgefallen wäre am Tag davor. Und die Frau sagt, nee, so normal wie immer. Und dann auf einmal traut sie sich, als was ganz Verrücktes zu erzählen. Als sie ins Bett ging, die hatten getrennte Zimmer, aber von ihrem Bett aus konnte sie das Bett ihres Mannes sehen. Der hatte schwere Depressionen, der litt unter einfach unheilbaren Depressionen. Und sie sah, so sagte sie, wie ein weißer Nebel über den Flur über das Bett zog und meinen Mann einhüllte. Wow, das ist so für mich wie Gänsehaut. Also da ist im Tod sind wir begleitet, im Tod sind wir nicht allein. Unabhängig von dem, was Ärzte, Freunde, Angehörige, Mediziner machen. Ich erlebe es immer wieder. So diese Freiheit wieder zu gewinnen. Was ist eigentlich der Tod? Wieso gehört er zum Leben dazu? Und warum müssen wir uns da nicht fürchten? Das ist für mich das eigentliche Thema in der ganzen Debatte. Und was dann unterm Strich übrig bleibt, ist auch die Freiheit eines Gesetzes, das Menschen ermöglicht, die es nicht mehr aushalten, sich Hilfe bei Ärzten zu holen und sich die Schlaftabletten verschreiben zu lassen. So wie in Oregon eben. Da heißt es dann, das ist das Rezept. Das geht man dann in der Apotheke einlösen. Da steht dann, take all at once. So, und dann schlafen die Menschen ein und es ist gut so. Also ich wünsche mir da mehr Entspannung in der Diskussion und vor allem, so wie in Oregon auch, die Palliativmedizin und die Sterbehilfe sind kein Gegensatz. Die arbeiten nicht gegeneinander, so wie in Deutschland, sondern das ist eine Einheit. Das gehört zusammen, nämlich mit der Leitdevise zum Wohl des Patienten und des Menschen. Alles tun, was möglich ist. Und das wünsche ich mir. Tschüss.